gelungene Premiere für den Berliner Sportverein. Zum allerersten Mal wurden die Knox Capital Open ausgetragen. Das mit 10.000 Euro dotierte Turnier der höchsten Kategorie lockt zahlreiche Spielerinnen und Spieler nach Berlin-Wilmersdorf und sorgte für eine Menge spannender Matches. Die Spiele von der Qualität fantastisch. Es war absolutes Spitzenniveau auf deutschem Spitzenniveau. Und ja, also sowohl die Männer als auch die Frauen fantastisch. Bei den Damen kommt es im Finale zum Generationenduell zwischen der 18-jährigen Laura Isabel Putz vom TSV Aschheim und Marta Lesiak vom Potsdamer Tennisclub Rot-Weiß. Lesiak hatte zuvor gegen Juliane Triebe gewonnen, die als beste BSVlerin das Halbfinale erreichte. Und obwohl es zu Beginn der Partie noch so aussieht, als würde sich die 15 Jahre jüngere Putz durchsetzen können, siegt am Ende doch die erfahrene Marta Lesiak mit 2:6, 6:3 und 6:1. Neben 889 wichtigen Ranglistenpunkten darf sich Lesiak als Siegerin nun über 2.000 Euro freuen. Und auch Laura Isabel Putz geht als Zweitplatzierte nicht mit leeren Händen nach Hause. Für sie gibt es immer noch 1.000 Euro sowie 593 Punkte. In den wichtigen Momenten habe ich weniger Fehler gemacht als sie. So konnte ich es im zweiten Satz drehen. Im dritten Satz habe ich endlich mein Spiel durchziehen können. Sie hat ein paar Fehler mehr gemacht als ich und dann ging es eigentlich ganz schnell. In der Herrenkonkurrenz liefern sich Osman Torski vom Tennisclub Grün-Weiß-Nikolassee und Michael Agwi vom Tennisclub Blaugold-Steglitz ein spannendes und auch rekordverdächtiges Match. Sage und schreibe 3 Stunden und 20 Minuten verbringen die beiden auf dem Court und spielen bis in den Abend hinein. Zwar schlägt Michael Agwi im zweiten Satz schon zum Matchgewinn auf, wird von einem nervenstarken Osman Torski doch in den dritten Satz gezwungen. Auch dann ist es der 2 Jahre ältere Torski, der unaufgeregter spielt und sich schließlich nach über 3 Stunden mit 5:7, 7:5 und 7:5 durchsetzen kann. Ja, ich bin sehr glücklich. Also, bin auch mit hohen Erwartungen reingegangen ins Match und auch ins Turnier allgemein. Und es freut mich jetzt wirklich, dass ich dann jetzt am Ende auch gewonnen habe. Möglich gemacht wurde das Turnier unter anderem durch Julian Kunz, den Geschäftsführer von Knox Capital und selbst Mitglied des Berliner Sportvereins. Als Wildcarder nahm er selbst am Wettbewerb teil, musste sich jedoch gleich in der ersten Runde gegen seinen Mannschaftskameraden Laszlo Sabados geschlagen geben. Der Reiz ist natürlich, dass man gucken möchte, wie gut man mithalten kann. Und dass man seine Grenzen austestet. Aufgrund der positiven Resonanz sollen Knox Capital Open nun jährlich stattfinden. Für die kommenden Jahre wünschen wir uns, dass das Turnier hier eine Institution wird, wo junge Spieler auch die Chance erhalten, auf einer Bühne in Berlin zu zeigen, was sie können, mit einem sehr familiären und freundlichen, freundschaftlichen Ansatz. Der Berliner Sportverein freut sich über 5 grandiose Tage und spannendes Tennis. Genau so soll es natürlich nächstes Jahr weitergehen, aber die Premiere war bereits ein voller Erfolg.